So, da sind wir. Jetzt gehe ich noch ins Spiel, damit wir auch Mugge haben. Da guckt Otti schon durchs Fenster. Hallöchen. So. Den packen wir uns auch direkt. Ui, fliegen durch die Base. Ich habe ein bisschen umgebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich das in den irgendwie in einer der letzten Folgen schon erwähnt habe. Ich habe noch eine Vault mehr gebaut, weil ich Narkomittel und Stimulantien und Schießpulver jetzt auch mal langsam irgendwo anders lagern wollte als in der Werkbank. Und habe hier die Schnecken. Ist jetzt quasi symmetrisch. War es vorher gar nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hat mich gar nicht getriggert. Was ist los mit mir? Oder hat sich einiges getan, ausrüstungstechnisch? Ich weiß nicht, was ich im letzten Stream für Ausrüstung hatte. Oder im Vergleich zu, was meinst du, Zero? Weil die Flügelchen, die hatten wir die nicht. Habe ich die nicht im letzten Stream gebaut? Oder hatten wir die da nicht schon? Ich weiß es nicht. Ich meine, das Studio, was das gemacht hat, kann ja Remaster. Naja, weil man etwas kann, heißt ja nicht. Weiß ich nicht, vielleicht war das Budget so gekürzt oder so. Oder relativ klein eben, das nicht mehr drin war. Könnt mich nicht dran erinnern. Wir waren noch im letzten Stream die ganze Zeit im Aberration-Gebiet und haben Spinos gezähmt. Hatte ich das Ding da noch nicht? Naja, wenn, dann habe ich es jetzt halt. Oh, hier ist auch fertig. Zwei sind sogar schon fertig. Das Gute ist, die bleiben hier auch drin, ohne dass man ein Glas hat. Und die haben auch keinen Spoil-Timer oder so. Bier wird halt nicht schlecht. So. Wir wollen aber heute mal wieder, habe ich Otti mit? Ja. Einen Großteil der Zeit im Aberration-Gebiet verbringen. Den Argy, ne? Der Argy war kaputt. Den Argy hatten sie kaputt gemacht. Der konnte nicht mehr greifen und nicht mehr angreifen. Der war völlig nutzlos. Der konnte nur noch fliegen. Sonst konnte der gar nichts mehr. Aber den haben sie wieder hingekriegt. Ja. Der kann wieder greifen. Und er kann wieder angreifen. Warte mal. Ne, er kann immer noch nicht greifen. Oder, oh doch, okay. Greifen hat einen größeren Cooldown gekriegt. Kommt mir gerade so vor. Naja, auf jeden Fall ist der Argy wieder heile, aber in Aberration wollen wir mit dem Rockdrake rumeiern und albern. Deshalb Port Base Aberration. Ach ja, ich habe die Wasserbase übrigens komplett abgebaut. Das gefällt mir nicht. Gibt keine Wasserbase. Wenn ich jetzt ins Wasser will, porte ich mir in die Metallhöhle und wie es geht von da aus ins Wasser. Solange ich noch keinen Spot irgendwie oder keine Idee habe für eine wassertechnische Base. Vielleicht warte ich auch, bis wir also bis wir die Bosse mal besiegt haben und dann bauen wir uns eine schicke Unterwasserbase. Hier wollen wir hin. Aber mal eine Frage zu Ark. Ich bin bei den Stromkabeln am Verzweifeln. Hast du Tipps oder Tricks, was Strom angeht? Anschließend von Generatoren und dann mehr Steckdosen zu den Endgeräten. Funktioniert bei mir aus irgendwelchen Gründen nicht. Auf jeden Fall, wenn du mit der S-Plus-Mod spielst, S-Plus bauen, denn das ist kabelloser Strom. Also, da setzt du wie hier auf den Generator ein Stromkabel, setzt oben drauf eine Steckdose und die Steckdose verteilt Strom in einem gewissen Radius. Ansonsten habe ich hier noch, also der Radius ist nicht sonderlich groß. Ich musste hier drüben noch eine Steckdose hinpflanzen, dass hier drüben das Licht Strom bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn die Steckdose in der Mitte sitzen würde, ob eine Steckdose so eine Plattform mit Strom versorgen könnte. Das weiß ich gerade nicht genau. Wenn du nicht mit S Plus. Leo, danke für dein Abo. 8 Monate ist der Leo hier schon am Start. Naja, Leo ist schon viel länger am Start. Wenn wir mal ehrlich sind. Ja, das ist.
Also ohne S Plus ist es halt ein bisschen frickeliger. Glaube ich. Also da haben die Steckdosen, glaube ich, auch irgendwie, also Wireless-Strom. Nee, Quatsch, da muss man, Quatsch, was rede ich denn? Da muss man alle Geräte mit der, also die normalen Steckdosen, wenn Geräte in der Nähe stehen, werden die entsprechend automatisch verkabelt mit der Steckdose. Es ist im Prinzip das Gleiche. Hier bei S Plus siehst du nur das Kabel, die Kabel nicht im Endeffekt. Und die Reichweite ist, glaube ich, ein bisschen größer als bei den Vanilla-Steckdosen. Ich habe schon so lange nicht mehr irgendwas Vanilla gebaut. Ich weiß da gar nichts mehr, wie Vanilla-Sachen funktionieren. Ich bin so S Plus verwöhnt, beziehungsweise so S Plus geprägt, dass ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wie irgendwas Vanilla funktioniert. Bin ich ganz ehrlich. So, wir brauchen Robert. Ach ja, Kakinos. Ne? Für die, die es auf YouTube gucken, die wissen das schon. Habe ich in der letzten Folge gezähmt. Du hast ja quasi die Mods, die du hast. Dann müsste das eigentlich ohne Probleme funktionieren. Generator, vertikale Stromkabel, Steckdose, Kühlschrank daneben stellen, Benzin in den Generator, Generator anschalten und ab geht die Post. Also, ich würde, ja, nee, man muss eigentlich nichts anderes machen. Nicht, nee. Die Reichweite der Steckdosen von S Plus sind, glaube ich, um die 6 Foundations. Ja, und auf jeden Fall auch nicht nur vertikal, sondern auch horizontal, weil bei mir ist ja, oder in der Hauptbase sind ja die Lampen und die Klimaanlagen unten in der unteren Etage sind ja von den Steckdosen oben zusätzlich mit Strom versorgt. Ja, na, natürlich kann man auch horizontale Kabel nehmen. Es muss nur, die Steckdose muss nur mit einem Kabel am Generator stecken. Ob das jetzt vertikal ist oder horizontal, natürlich, das spielt keine Rolle. Das ist völlig wurscht. Also das vertikale Stromkabel ist nicht der Trick. Vielleicht ist aber dein Stromkabel, nicht an den Generator gesnappt oder so, sondern liegt einfach nur im Boden. Also darum nehme ich immer gern das Vertikale. Man sieht, dass das snappt, das hängt dann hier vorne quasi dran, Steckdose oben drauf und gut ist. Kann sein, dass dein Stromkabel vielleicht einfach nur im Boden liegt und nicht an den Generator gesnappt ist. Das könnte ich mir noch vorstellen. Alter. Nase juckt. Wo ist unsere... Hier ist unsere. Gib mir die alle mal her. Otti. Otti müssen wir wieder rüberbringen. Kurz, fällt mir gerade ein. Also Otti wird hier nicht verhungern, wenn wir jetzt ein bisschen da unten unterwegs sind, aber ich habe hier keinen Fisch. Otti needs Fisch. Hier, Otti, da ist Fisch. Ja, jetzt ist mir natürlich heiß, pipapo. Da kann man schon mal ein Bäuerchen machen. Mit S Plus kann man natürlich auch, was ich in der Hauptbase gemacht habe, mit den Inlays arbeiten für Foundations und Wände und Pillars. Da braucht man allerdings Metall und Polymer und diese ganzen Geschichten. Siggi, habe ich das? Ich weiß gar nicht, ich habe gerade keine Ahnung, was ich alles erzählt habe und was ich alles nicht erzählt habe. Zur Sicherheit nehmen wir auch die Sandra mal wieder mit. Ich habe ein zweites Scheinhorn gefangen und habe die Scheinhorn zusammengezüchtet. Siggi, hast du keinen Bock hier auf dem Boden oder was? Hast du Level, Siggi? Dauert einen Moment, Siggi hat bestimmt ein paar Level. Oder Siggi? Siggi muss erstmal wieder aufladen. Was ist das denn? Weiß das jemand? Ist das ein Anzeigebug? Eigentlich ja nicht, ne? Oder ist das generell ein Bug? Oder entlädt er sich in den Cryopods? Er war auf jeden Fall aus. Also er ist jetzt ja auch aus. Er lädt ja nur auf. I don't. Oh, Pass auf, Ladungsregeneration, böllern wir mal auf 1000 und der Rest geht jetzt mal
in die maximale Ladung. Dann ballern wir irgendwann noch ein bisschen was in den Leuchtradius, wobei der eigentlich hoch genug ist durch den Imprint. Ja, Siggi, alles wartet ja nur auf dich. Dann gehen wir schon mal runter. Packen den Robert aus. Da soll er hin. Hallo, Robert. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Du stehst im Weg. Level up, hat er. Ein. Leben. Ah, apropos Leben. Junge, kommst gleich wieder in den Kryopod. Benimm dich. Die Chargepads müssen erst laden, wenn sie aus dem Crew kommen. Also ist ganz normal, ist jetzt nicht irgendwie verbuggt oder so, okay. Ich bin ein bisschen, ich denke bei Ark immer als allererstes, wenn mir irgendwas seltsam vorkommt, dass es ein Bug ist. Licht an Ark. Wie die Argy-Geschichte wieder. Von einem Tag auf den anderen funktioniert der Argy nicht mehr. Tagelang, wochenlang sogar. Bestimmt 2 Wochen. Was eigentlich nicht sein kann. Kann doch kein Tier aus Versehen kaputt machen und dann 2 Wochen das nicht mehr auf die Kette kriegen. Vita-Bären. Falscher Schrank. Ja komm, das reicht. Eigentlich wieder viel zu viel. Aber wobei, wir gehen immerhin ins radioaktive Gebiet. That means there are some rock drakes and nameless. Nö, das ist normal. Das Argy-Problem hatte ich aber nicht. Warum habe ich immer nur alle Probleme gefühlt? Ich habe... Also bei mir hat kein Argy funktioniert. Kein Argy konnte greifen. Der konnte noch nicht mal angreifen. Der konnte nur fliegen. Sonst nichts. Sonst nichts. Zieh doch einfach mal den... Super schicken Anzug an, den könnten wir eigentlich auch mal einfärben. Den könnten wir eigentlich auch mal einfärben. Was wir aber auf jeden Fall machen können, wir können das zu Hause lassen. Das brauchen wir nicht. Das Gewicht können wir uns sparen, dadurch, dass wir ein paar Beeren dabei haben. So, Siggi, können wir dann, oder was? Ist alles, guck mal, noch ein Level. Den kriegst du jetzt in Leuchtradius, da hast du jetzt davon. Kommen Sie mit. Wo habe ich mir das hingelegt? Nummer 1? Nummer 1. Ich bin erleuchtet. Alles klar. Wir lassen Siggi unten auch dauerhaft an, weil sobald ich ihn ausstelle, kommen halt die Nameless aus ihren Löchern gekrochen. Das muss halt nicht sein. Und natürlich auch können wir uns mal die Loot Drops angucken, weil hier sind, das sind hier Aberration Loot Drops. Das heißt, wir kriegen hier, oder wir haben hier die Chance, Ravager Sattel, Rock Drake Sattel, Karkinos Sattel, halt all diese Aberration Sattel zu kriegen. Spino Sattel gibt's auch in den Höhlen Loot Drops. Allerdings hatte ich da offensichtlich bis jetzt noch kein Glück. Klong vom Baum. Rock Drakes sind so cool. So. Eier wollen wir klauen, ne? Ich überlege gerade, wie viel ich auf meine Einstellungen wohl brauche. Und ich habe keine Ahnung. Siggi, mach mal an. So. Dann geht das los. Und der Rock Drake sollte eigentlich... Also, ja, der muss ja immun sein. Ist er auch. Rock Drake, Karkinos, Aberrant, Spino sind auf jeden Fall 3 gute Tiere, die immun sind. Aberrant Megalo ist, glaube ich, auch strahlungsimmun. So, wo waren hier Drops? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass da drüben auf jeden Fall einer war. So viele Featherlights hier, die sind halt auch mega nice. Ich habe aber keinen Bock hier zu tamen. Vor allem fliegen sie halt rum und weg und hin und her. Aber wie viele es einfach sind. 90er. Da. 145er.
Oh, da hinten Eier. Hampelt schon Rock Drake rum. Hallo. Na? Das Level der Eier ist uns gerade hier für den Zweck der Basiliskenzähmung völlig wurscht. Ich hasse Nate Boost. So, hier, Junge. Hast du jetzt davon? Ja, die Federn brauche ich eigentlich nicht, aber trotzdem habe ich immer diesen Drang, diese Trophäen aufzuheben. Komm, wir machen mal, wir machen mal einen auf Safe hier, so. Hier sind allerdings noch keine Nestos. Die sind deutlich weiter unten. Siggi, hast du Max-Level gefunden oder was? Bestimmt wieder irgendwo Nameless im Boden oder so ein Gemüse. Kristalle und so nehme ich jetzt mal nicht mit. Die können wir, wenn ich wieder welche brauche, kann ich die auch direkt am Eingang ranholen. Die 100er. Wir müssen hier natürlich, wir haben natürlich hier keine Wahl, außer gegen die Rockbreaks zu kämpfen. Weil sie halt aggroen, nicht wahr? Und wir haben eine nicht ganz so eine hohe Angriffsgeschwindigkeit, aber eine super gute Schadensbase. Ihr seht, wir machen 315 Schaden und sind bei, ich weiß gar nicht, mal gleich mal gucken. Wir sind gerade mal in Anführungszeichen bei 400%. Nee, es sind nicht alle Aberrant Dinos immun. Es sind nicht alle Aberrant Dinos immun gegen Strahlung. Das stimmt faktisch nicht. Aberrant Raptoren sind zum Beispiel nicht immun oder Aberrant Sarkos sind nicht immun. Man könnte es meinen, dass alle Aberrant Kreaturen immun gegen Strahlung sind, das stimmt aber nicht. Warte mal, hier gehen wir wieder raus. Nee, Nameless kommen, wenn ich das Chargepad aus habe. Hallo Akko. Hallo Fleischer. Fleischer. Jetzt habe ich Hunger. Toll. Irgendwo habe ich jetzt gerade Nameless im Spyglass gehabt. Warum ist hier nirgendwo Loot? Habe ich beim letzten Mal... Da ist Loot. Man muss nur laut genug schreien. Man muss nur laut genug brüllen. Was da drin? Was da drin? Was da drin? Es ist ja nur ein Grüner. Weißt du? Es ist ja wieder nur ein Grüner. Da hinten ist ein Rockjack. Schmeiße ich alles weg. Brauche ich nicht. So ein Schiss. Da ist noch ein Rockcrake. Hier sind noch ganz viele Rockcrakes. Wir könnten jetzt natürlich einfach mal Kurs nehmen. Woo! So gut. Wir könnten hier auf jeden Fall gucken. Warum ist überall da nur Scheiße drin? Irgendwo ein Rockcrake, der gleich... Da oben ist auf jeden Fall ein Ei. Ich höre irgendwas laufen. So. Ist denn hier ein Ei drin? Nö. Ist denn hier oben ein Ei drin? Ja. Kommen Sie. Nee. Ein 170er. Jetzt kommen sie gleich alle. Mal abwarten. Da rechts kommt einer.
Da kommt einer 90er. Ein 170er Ei ist mir eigentlich fast zu schade, um es an den Basilisken zu verfüttern, sondern lieber, um es aufzuheben, falls Robert hier was Schlimmeres passiert. Das weißt du ja nie so genau. Ja, komm. Hat auch keinen Sinn, wenn ich hier oben sitzen bleibe. Ich muss die sowieso... Ich muss sie sowieso bekämpfen. Ich hoffe nur, dass unser Robert hier nicht schon krepiert. Da kommen noch mehr. Ich mache nur an manchen Schaden, was mir jetzt gerade gar nicht gefällt. Das sind viele. Oh, das sind viele. Oh, das sind so viele. Oh, das sind so viele. Der da hinten holt Anlauf offensichtlich. Wo ist er hin? Da ist noch einer. Wollt ihr nicht? Kein Bock. Doch, du hast Bock. Aber du weißt nicht so recht, wohin, ne? Du weißt nicht so recht, wohin mit dir. Komm, komm, ich beiß dich. Komm, jetzt komm doch her. Können wir jetzt? Der ist völlig, der ist peace und weg. Oh, du bist ein 175er. Und du bist komisch. Der ist aber, du bist aber blau. Holy shit, das nenne ich mal blau. Können wir bitte? So, dann lassen wir jetzt gleich erstmal in aller Ruhe die Ausdauer wieder auf. Vielleicht hat er ja auch irgendwo ein Ei hingelegt. Also ich würde sagen, das beste Ei, was wir auf der kleinen Tour jetzt im Laufe der nächsten paar Minuten finden, das werde ich auf jeden Fall aufheben. Für den Fall, dass irgendwas passiert. Wir haben ja auch zwei Wyvern quasi in Reserve. Das habe ich eigentlich immer ganz gerne. Wenn ich schon die Möglichkeit dazu habe. Also wenn ich eh schon hier unten bin und gute Eier finde, dann kann man auch mal eins... anderen Seite absteigen. Bitte einmal das einnehmen. Bitte einmal schauen, was uns jetzt ans Leder will. Ich gehe mal hier raus, weil das ist immer ein bisschen tricky. Da kommt auf jeden Fall schon mal einer. Die Angriffsgeschwindigkeit vom Rock Drake ist halt ein bisschen lahm, aber dafür ist der Schaden an sich relativ hoch. Ist quasi, ist wie ein Zweihänder, weißt du? Geringe Angriffsgeschwindigkeit, haut aber rein. So, nur einer, der hier was will? Okay. Wie viel Gewicht hast denn du? 1000, ne? Wenn ich die Eier jetzt rüberziehe, aggro ich wieder alles, ne? Das ist ja auch nicht so geil. Komm, gib mal her, so eine Feder. Die eben, anderen habe ich eben weggeschmissen. Wie gesagt, wir brauchen sie hier sowieso für nichts. Faktisch für nichts. Was sagt denn der Anzug? Okay. Junge! Kommt der da? Mit der AOE vom Angriff des Rockdrakes ist auch ganz okay. Ihr seht, er steht hinter uns und wir treffen ihn trotzdem. So. Probier das mal kurz. Aber nee, wenn ich die rüberziehe und den Rock Drake leere, ich lasse die bei uns, dann müssen wir nur gleich mal kurz zurückporten und müssen die ersten Eier schon mal in den Kühlschrank packen und abladen. Da rechts hängt noch ein Rock Drake rum. Hier unten ist jetzt wieder ein bisschen mehr los beim Artefakt.
Drop-mäßig ist hier unten leider nicht so viel los. Wir müssen gleich mal gucken. Wir gehen gleich nochmal ganz nach unten. Ob da vielleicht noch Höhlendrops sind. Hallo? Oh Gott, jetzt habe ich gerade gedacht, was ist das denn für ein Riesenviech? Noch ein 175er. Kinnas. Dann hoffe ich auch mal, dass du ein Ei gelegt hast. Wir gucken gleich nochmal. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, auch noch Nester. Yo. Was ich mal fragen wollte, Wyvern kann man ja nicht normal zähmen. Aber kann man die den. Nee, züchten kann man die auch nicht. Das geht leider auch nicht. Genauso wie man Rockdrakes nicht züchten kann und Karkinos nicht züchten kann. Und irgendwas noch nicht züchten kann. Griffins. Natürlich, Ausnahme, richtig, Crystal Wyvern auf Crystal Isle, die kann man züchten. Die sind allerdings auch schwächer als die normalen Wyvern. Die haben von den Dinos her, die sie zum Beispiel tragen können, sind sie vergleichbar mit dem Argy. Und auch so sind sie kleiner als normale Wyvern. Und auch von den sonstigen Werten her ein bisschen schwächer. Aber dadurch, dass man sie züchten kann, das macht natürlich einiges wieder wett. Ja, wie komme ich denn jetzt an das Ei ran? Das habe ich mir jetzt selber verbaut. So. Ich gehe direkt hier raus, weil ich keinen Bock habe, hier drin zu kämpfen. Habe ich schon einen an der Backe? Nee. Kommt überhaupt einer? Hier sind doch eben noch zwei, drei Stück rumgekrochen. Da ist übrigens das Artefakt rechts am rechten Bildschirmrand. Für die, die es vielleicht noch nicht wissen. Wir haben zwei davon. Ich nehme erstmal keins mehr mit. Ist nun ein Folger. Schöne Übersetzung. Er ist auch gewollt. Und übrigens, danke für den Follow, Fleischer und Zimik. Gar nicht mitgekriegt. Ja, sehr ist er Artefakt. So, können wir ganz kurz die OP-Mod aller OP-Mods nutzen? Und können wir kurz... Ich habe doch hier die Rockdrake-Eier eigentlich schon... Habe ich das von drüben nicht hier rübergeholt? Doch, da sind sie. So, dann haben wir jetzt, wenn wir das 175er mal ausklammern, 170er, haben wir 4. Ich hätte gern noch so, ich weiß nicht, so 3, 4, 5 Stück mehr. Hätte ich eigentlich schon ganz gern noch. Wenn man den lieben Amras schon zufällig wiederfindet. Du kanntest mich also vorher schon. Die OP-Dinos schlecht. Stimmt, Dungbeetles kann man auch nicht züchten. Ganz vergessen, die Boss-Dinos schlechthin. Warte mal. Hier rüber wollte ich nochmal. Sind hier noch Nester? Ja. Da oben ist eins drin. Klettern, Robert, klettern! Was hast du jetzt schon wieder gespottet, Siggi? Na komm, los! Robert, warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, ob hier oben vielleicht auch noch eins ist.
Haha, was haben wir hier? 90er. Klettern bitte einmal aus. Dann quetsche ich den Robert wieder hier hinten rein. Damit ich fast runterfalle. Robert, dürfte ich? Danke. Machen wir Klettern wieder an und klettern nochmal einmal runter. Da kommen sie alle. Ich mach Klettern aus, lass mich fallen. Weil ich keinen Bock habe, euch an der Wand zu bekämpfen. Kommt alle her. Ein 45er. Und ein 15er. Ja, das sollten wir ja hinkriegen. Dann nehmen wir das andere Ei noch mit. Da haben wir wieder zwei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beim vorhergehenden Nest auch weiter oben... Ja, da habe ich eben gar nicht geguckt, ne? Da gucken wir dann... Ja, so sieht das auch aus, wenn ich den Rock Drake bediene. Irgendwo ist übrigens noch einer. Oh Gott! Gefunden! Jetzt kommen sie aber alle, ne? 45, 20, 95, okay. No big deal hier, die drei. Von der Tankstelle, auch wenn sie sich Mate boosten. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Von deinen LPs auf YouTube. Sehr schön. Da unten links habe ich gerade gesehen, dass da noch so ein Rock Drake irgendwie rumglitscht oder hier nicht hochkommt. Ein bisschen unentschlossen ist, nicht weiß, wohin soll. Kommt der? Kommst du? Kommst du? Du kommst. Ich werte das als ein klares Ja. Immer mal ein Auge haben auf unseren Anzug. Ist ja nicht mal eben wie unter Wasser, dass man hier dann Zeit hat, noch super easy zu wechseln. Sollte man schon vorher machen. Jo, Siggi, ist ja gut. Wir haben jetzt keine Zeit, uns um Max-Dinos zu kümmern, Siggi. Da musst du mal... Das musst du jetzt mal verstehen. So. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Geheilt. Kommt keiner. Habe ich hier in der Umgebung gerade tatsächlich alle gezogen gehabt. Umso besser. Das geht hier natürlich mit dem Rock Drake schon deutlich besser, die Eier zu holen, weil er eben diesen Klettermodus hat. Das sind keine Nestspots, ne? Nee. Was ist das denn hier? Wer hat das denn gebaut? Kinder. Also sowas. Hallo. Boah, der sieht cool aus. Leider ist er nur Level 15. Unserer ist halt ein bisschen unspektakulär, der Robert, ne? Der ist jetzt nicht hässlich, der ist unspektakulär. So, ja, da ist auf jeden Fall auch noch weiter oben ein Spot. Ich sehe ihn gerade. Mit Ei. Oh, Robert langsam. Robert langsam. Mit Ei. Eieiei. So. Schwupp. Da oben habe ich gerade irgendwas gesehen. Okay, wir werden jetzt mal kurz... Sind hier weiter oben auch noch welche? Ja, der weiß auch nicht so recht, wohin mit ihm.
Hier, es sind ja diese Art von Feldstrukturen. Hier waren halt zwei auf Bodenhöhe, sage ich mal. Oh, guck mal, da hat schon wieder einer eins gelegt. Bist du das? Ah, ich krieg das eigentlich in den Fokus. Ich finde schwarz und dunkel besser. Naja, das kommt drauf an. Also ich bin auch eher der Typ, der es eher ein bisschen schlichter mag. Also bei mir, bei mir dürfen Dinos gerne auch irgendwie schwarz oder grau sein. Vielleicht mit dem einen oder anderen Farbakzent. Aber manche Dinos sehen auch in bunt gut aus. Du bist ja wahrscheinlich... Okay, ein 20er. Ich hätte jetzt auf einen 25er getippt. Okay, wenn ich das jetzt aufnehme, bin ich aber langsam aber sicher massiv überladen. Robert hat noch Platz. Dann lassen wir es mit Rockdrake-Eiern jetzt erstmal gut sein. Da haben wir irgendwie 8 Stück. Das müsste eigentlich locker reichen, um einen Basilisken zu zähmen auf meinen Einstellungen. Dann gehen wir jetzt aber noch ein bisschen weiter runter. Es ist wieder neblig hier unten. Ist es oben auch wieder neblig gerade? Es ist... Ja, Sigi, ist gut. Hast du ein Featherlight? Hast du 150er Featherlight? Was will er? 185er Rockdrake. Könntest du vielleicht ein Ei legen? Ist das möglich? Den würde ich jetzt halt ungern aggroen, was gerade passiert ist. Scheiße. Jetzt müssen wir oben nochmal gucken. Jetzt hoffe ich, dass er ein Ei gelegt hat. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also ja klar, wir könnten jetzt irgendwie uns wegporten oder so, aber who cares. Wir haben mit Robert einen guten Rockdrake. Ich gucke jetzt mal, ob da oben vielleicht in so kurzer Zeit... Ich meine, hier drüben war ja auch direkt wieder ein Ei, wo vorhin keins war oder wo wir vorhin eins weggenommen haben. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Hier an der Wand sind ja keine Nester, oder? Nee. Ich vermute mal, bis hier hat die Reichweite nicht gereicht. Oder die Zeit war zu kurz. Ich vermute fast, der ist gerade eben irgendwie nachgespawnt. Ein 175er Ei. Das nehme ich jetzt noch mit. Dann bin ich maßlos überladen. Kann ich dann überhaupt noch laufen? Gerade so. Nee, reiten will ich dich. Oh Gott. Gut, jetzt haben wir einen 175er in Reserve. Das nehme ich. Finde ich okay. Du machst doof, okay. Ja, Sigi, es ist doch gut. Ist doch gut. So. Huch! 955er. Der mir gerade so am Arsch klebt, dass ich ihn nicht getroffen habe. Skandal! Bilde ich mir das eigentlich nur ein oder haben die meisten Dinos tatsächlich die höchsten Werte da, wo es sinnlos ist, wie in Sauerstoff oder Nahrung? Ich glaube, sowas bildet man sich ein. Sowas bilde ich mir auch ganz gerne ein, weil man halt sich eher mal merkt, wenn man Dinos findet mit Scheißwerten, als wenn man Dinos findet mit guten Werten. Manchmal muss man einfach ein bisschen suchen. Und die Pre-Tame-Werte, die sind ja leider, ist ja leider auch keine Garantie, dass die Werte nach dem Zähmen genauso gut sind, ne? Ich hatte auch schon einen Dino, der hat irgendwie 19 in was weiß ich gehabt. Bewegungsgeschwindigkeit und kam am Ende mit einem Bewegungsgeschwindigkeitswert über 30 wieder raus. Der ist wieder buggy hier. Der ist wieder am rumbuggen. Also irgendwie, zumindest hat er keine Aggro. Immerhin greift er jetzt an. So. Ich habe das Gefühl, die spawnen hier auch echt gut nach. Und auch schnell. Hä?
Oder der Pre-Tame Spino mit neuen Angriff. Ja, das ist überhaupt, das habe ich ja da auch gesagt, als wir den gespottet haben. Ich habe noch nie, das waren 150er, 145er oder so, ich habe noch nie einen Dino wild mit einem so hohen Level gesehen, der überhaupt irgendwo einen einstelligen Wert hatte. Das habe ich noch nie gesehen. Anzug ist noch halb. Easy going. Ich will hier unten eigentlich jetzt nur mal kurz gucken nach Loot, ob hier irgendwo Loot Drops sind. Wenn du mir dabei im Weg stehst, dann ist das dein Pech, Kollege. Und ich würde fast sagen, dann porten wir auch nicht zurück, sondern gehen nochmal die Wände hoch quasi und gehen zurück. Gucken, ob irgendwelche Drops nachgespawnt sind. Wenn wir zwei oder drei, glaube ich, gelootet bzw. zerstört, da ist ein roter. Auf sowas spekuliere ich ja und dann ist da so ein Scheiß drin, weißt du? Da kannst du doch echt nur... Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Das ist ärgerlich. Alter, wie viele Featherlights hier unten einfach sind, das ist unnormal. Hier hinten war ja jetzt nur noch der Elementsee quasi. Ah, mit einem Loot Drop immerhin. Ich hoffe ja ernsthaft, dass ich die vielleicht einfach nur einmal von ihrem Elend befreien muss. Die Loot Drops. Und dann wird das was. Hier unten gibt es bestimmt hier diese Steinchen. Warte mal, die können wir eigentlich mal kurz spitzhacken. Jo, Elementerz. Jetzt bin ich überladen. Ich bin ein Held. Das wie hier. Oh Gott. Hey, komm. Go, gib alles. Komm, ja. Geschafft. Der Rockdrake ist auch langsam, aber sicher überladen. Naja, wir haben mal ein bisschen was mitgenommen. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie können wir daraus dann ein richtiges Element herstellen. Ich glaube in so einer Charge Node. Oder später in irgendeiner S-Plus-Struktur. Das müssen wir uns mal angucken, wenn es soweit ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall massiv überladen. Deshalb geben wir mal ganz kurz den Krempel. Oh, das Metall, das kann auch weg. Das müssen wir nun nicht aufheben. Ja, dann gehen wir einfach wieder hoch. Und gucken, ob wir auf dem Weg vielleicht noch ein, zwei Loot-Drops finden und hoffen, dass da irgendwas Sinnvolles drin ist. Ja, aber hier unten können wir dann Element Erz abbauen und mit dem S-Plus, heißt ja Catalyzer, glaube ich, den können wir da, meine ich, auch reinsetzen später. Wobei, da braucht man, glaube ich, als Voraussetzung irgendwie ein Tech-Engramm, was ich niemals kriegen werde, weil man entweder, dafür entweder Rockwell besiegen muss oder irgendwie ein Titan oder so, keine Ahnung. Deswegen kriegen wir den wahrscheinlich gar nicht. Edelstein, Gasbälle, Elementerz und Ladungsspeicher in die Charge Node. Okay. Ja, müssen wir da mal gucken. Eine Charge Node haben wir ja quasi vor der Haustür oben. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir gehen jetzt ganz gechillt zur Base zurück. Oh yeah, Ruder Drop. Bessere Schutzanzugstiefel. Geh weg. Lass mich zum Loot. Let me to the Loot. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Das ist der erste gute Loot hier unten aus dem Drop. Also auch. Auch in den Loots, in den Loot Drops oben, was jetzt hauptsächlich blaue und so waren, aber selbst für die Verhältnisse waren die super, super räudig. Ja, hier könnte man jetzt dann natürlich ständig hin und her tigern.
und die Loot-Drops abgrasen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir vielleicht den Rockdrakes, die hier sind, ein bisschen entkommen können, beziehungsweise sie gar nicht erst aggroen. Da ist schon wieder ein 170er wieder. Du bist der 170er. Hätte mir fast gedacht. Können wir bitte kurz... Danke. So ist mir das lieber. Nee, ich glaube, du brauchst als Engramm irgendein wüstes Engramm als Voraussetzung dafür, dass du überhaupt das Catalyzer-Engramm freischalten kannst. Da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Ja, das Ei, ich lasse das jetzt hier. Holen wir irgendwann später ab, vielleicht. Wie gesagt, wir haben ja einen Rockdrake. Ich habe jetzt ein 175er Ei in der Hinterhand als Reserve und dann passt das. Das ist schon gut so. Da ist noch ein Drop, das sieht aus wie weiß. Hoffentlich nicht. Sonst wäre ich sehr niedergeschlagen. Atropuera-Sattel und ein Trike-Sattel-Bauplan. Brauchen wir beides nicht. Aber hey, die Drops werden besser. Vielleicht haben die einfach mal einen Restart gebraucht oder überhaupt einen Start gebraucht. Wer weiß. Anzug ist noch Toti. Wir gucken uns das gleich mal an. Wir gucken uns gleich das mal die Geschichte in der Charge Note an, die wir vor der Haustür haben, wenn wir wieder oben sind. Warte mal, hier hinten hatten wir doch auch noch so einen kleinen Bereich. Waren hier auch Drops? Hallo. Wie lange leuchtet eigentlich Sigi jetzt schon? Sigi, was bist du für eine Bestie, eine Leuchtbestie? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn! Ah, hier geht's direkt runter zu dem Element. Sind hier oben dann auch, hier sind aber keine Elementfelsen, ne? So weit hier oben, das wäre krass. Das wäre eins krass. Den Baum hau ich um, ey! So, hier links geht's jetzt wieder hoch. Wir gucken aber nochmal, vielleicht noch irgendwo ein Drop ist oder so. Aber das Gebiet hier ist recht überschaubar, muss ich sagen. Finde ich gut. Also hier hat man sich tatsächlich relativ zügig zurechtgefunden. Spots, die man sich merken muss, sind im Endeffekt nur das Artefakt. Und vielleicht, dass es ganz unten eben den Elementsee gibt. Und ansonsten... ansonsten gibt es hier gar nicht so viele Sachen. Die Spots für die Loot-Drops muss man sich meiner Meinung nach nicht wirklich merken, weil man wirklich schnell durchgelaufen ist mit einem Rockdrake jetzt hier. Also da ist man mal schnell runter und wieder hoch. Eigentlich keine große Sache. Und mit dem Rockdrake, wenn man will, kann man hier halt auch direkt den Geronimo machen. Guti! Sehr schön. Ja, Sigi ist ja gut, Sigi. Irgendwann fangen wir auch mal einen 150er, wenn du einen entdeckst. Aber nicht jetzt. Gerade gedacht, ich muss einen Klettermodus anmachen. Söchen, damit wären wir wieder draußen. Ja, warte mal, dann können wir jetzt ja eben schnell Porterino machen. Ja, der Loot kann nur besser werden. Aber der Loot generell auf Aberration ist ja nicht so prickelnd, außer der Loot an der Oberfläche. Der ist wohl sehr gut.
Ansonsten ist das ja in Aberration wohl auch ein ziemlicher Krampf, was ich so gehört und mitbekommen habe. So, Robert hat auf jeden Fall seine Arbeit erledigt. Sigi, wie sieht es bei dir denn aus? Guck mal, er hat gerade mal 1000 Ladung verbraucht. Sigi, du Bestie. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ach ja. Wo ist denn? Ih, vergammeltes Fleisch. Da. Wir haben eine Haltbarkeit von 147 im Vergleich zu 85. Also ziemlich genau. Ach nee, 147, nicht 174. Ich wollte gerade sagen, ziemlich genau doppelt so viel. Aber ungefähr anderthalb mal so viel. Ein bisschen mehr. Natürlich einen besseren Rüstungswert, das ist gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Dann können wir ja eigentlich mal ganz kurz ablegen. Wieso bin ich eigentlich immer noch erleuchtet? Weil Sigi, Sigi, du leuchtest noch, ne? So, Sigi. Jetzt kannst du aufladen. Ich park mal kurz die ganzen Anzüge hier im Fabricator. Ach, diese Federn, weißt du? Blödsinn. Blödsinn. Robert, wie sieht dein Leben aus? Ach ja, du hast ja noch den Schmodder. Weg, weg. Das Element kannst du mir mal geben. Das packen wir mal hier rein. Das hat ja keinen Timer oder so. Nee. So. Der Loot im Untergrund dort ist Crap zum Großteil, außer in den Element Falls. Dafür mit dem Rockjack an der Oberfläche kann man schon gutes Zeug teilweise sogar auslo. Ja, genau das ist das, was ich auch gehört habe. Nur die Oberfläche ist halt schweinegefährlich, nicht wahr? Mit Reaper Kings und so. Ach nee, Robert, ich wollte dich gerade wegpacken, aber. Wobei, wir müssen dich wegpacken, weil ich dich hier nicht rauskriege, ne? Dann komm mal kurz mit. So. Ich könnte meine Rüstung mal holen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Jetzt der Onkel wieder geschützt. Sehr gut. Sigi, du kannst mal kurz hier stehen bleiben. Habe ich gerade Flügelschläge gehört oder höre ich schon wüste Sachen. Wir können dann mal wieder den Spino zurückpacken. Siggi ist ja wurscht, ob du auflädst oder nicht. Sobald ich dich jetzt cryopodde, ist das eh alles wurscht. Zack. Ach ja, wir holen uns den Otter wieder. Hätte ich den auch hier stehen lassen können, ne? Manchmal geht's mit mir auch durch. Sagen wir es mal so, am Boden zu laufen sollte man vermeiden. Der Boden ist Lava. So. Oh, wenn wir schon mal hier sind, schlürfen wir gleich einen Schluck Wasser. Okay. Ich habe gedacht, wäre wieder verbuggt, dann hätte ich es abbauen müssen. Manchmal, wenn man sich einloggt, kann man nicht mehr aus manchen Wasserhähnen trinken. Die muss man einfach abbauen und wieder neu hinstellen, dann geht das. Ja, der Boden ist Reaper und Nameless. Ist aber das gleiche wie Lava. So, dann. Basilisten-Zähmung. Zähmgehege. Zähmgehege reicht, glaube ich, 4x4 und 2 hoch für einen Basilisken. Mit Rampen. Rechts und links. Irgendwie, dass man ihn von allen möglichen Seiten reinlocken kann. Wir müssen mal gucken. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie viele Eier habe ich jetzt? Entschuldigung. Also ich persönlich habe zwei, aber wie viel habe ich hier im Kühlschrank? Das 175er, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sollte dicke reichen. Warum habe ich hier schon wieder. Ach, hier sind ja auch.
Komm, wir machen das mal so. Ein Stack, um, wenn wir hier ganz normal rumlaufen, an der Oberfläche nenne ich es jetzt mal, oder nicht im radioaktiven Gebiet, brauchen wir nicht so viele Bären. Hier greift uns nicht viel an, außer Spinos und Kakinos, glaube ich. Ansonsten lässt uns hier auf dem Rock Drake alles in Ruhe. Die Chargenode, die war doch hier hinten irgendwo, oder? Da ist sie. Da gucken wir jetzt mal kurz rein. Charge Node. Aktuelle Ladung 5000 von 5000. Ball aus erstarrtem Gas von jedem Edelstein etwas. 8 volle Ladungsspeicher. Und 20 Elementerz. Das ist dann für ein Element, oder? Für ein Element, denke ich mal. Wie gesagt, ich habe mit den ganzen Aberration-Geschichten noch nicht wirklich viel Erfahrung gemacht. Das heißt, wir können uns hier theoretisch vor der Haustür Element herstellen. Was uns aktuell noch nichts bringt, weil wir ja natürlich die ganzen Tech-Engramme noch nicht freigeschaltet haben. Die Bulbdogs, ey, guckt sie euch an. Erinnern mich voll an Möpse, ich meine aber die Hunde. Auch so hässlich. So, was renne ich hier eigentlich rum, Robert? Komm her. Alter, der ist riesig. Du bist riesig, Robert. So. Die Speicher 8 Stück in die Node packen, den Rest dazu und warten, bis die Speicher bei 500 Ladung sind. Dann Element craften, das dauert 1 Minute. Wenn ich mich... Okay, pups, das ist ja. Also automatisch funktioniert das nicht, wenn ich genug von dem Zeug da reinpacke, dass der dann einfach. Dass er das mir einfach herstellt, das läuft nicht, oder was? Nee, ja gut. Schade. Oh, wie schade. Basilisk. Wo war der 135er Basilisk? Ich will jetzt erstmal gucken, hier drüben irgendwo. Hier drüben irgendwo war der Alpha-Basilisk. Ich will jetzt mal gucken. Robert, geh da hoch jetzt. Zumindest meine ich, dass ich den irgendwo hier beim Überfliegen gesehen habe. Und die Node geht für 2, glaube ich, Minuten offline und lädt dann 5 Minuten wieder auf. Während dieser Zeit ist sie nicht benutzbar. Okay. Okay. Das heißt, man muss sie schon ein bisschen managen. Gut, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Da hinten ist der Alpha-Basilisk. Ein 15er. Komm, den schaffen wir doch, oder? Wie viel Leben hatte der? Ist er wieder weg? Das ist ein normaler Basilisk. Der hat 5.500. Der Alpha hat 31.000. Ich kann die gar nicht angreifen, wenn die im Boden sind und die aggroen mich auch nicht, wollte ich gerade sagen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die können spucken. Also die können so einen Giftangriff machen. Da muss man ein bisschen reagieren mit dem Rock Drake hochspringen. Weil der macht dem Charakter auch Schaden, glaube ich. Aber aktuell, wenn man nah genug dran ist an ihnen, scheinen sie das wohl nicht zu machen. Dann finde ich sie gerade im Moment gar nicht so gefährlich. Wie anfangs angenommen. So, jetzt ist die Frage, den Alpha. Probieren wir den. Ich habe ein bisschen Respekt. Basiliskenschuppe. Brauchen wir zwar auch nicht, aber die nehme ich mal mit. Die habe ich noch nicht. Man soll ja ein paar Trophäen immer sammeln, ne? Sie machen es nur selten im Nahkampf.
31.000 Leben, das sind 100 Angriffe von uns. Das heißt, wir kriegen mit Sicherheit auch an die 100 Angriffe von ihm rein. Ein kompletter Schutzanzug schützt. Ja, das habe ich auch gehört, dass Schutzanzug quasi vor dem Spuckangriff schützt. Oder eine Gasmaske, ja. Pass auf, ich möchte mich mal ein bisschen. Ich möchte mich vorbereiten ein bisschen. Ich hole auf jeden Fall eine Gasmaske, dann muss ich nicht die Schutzrüstung anziehen. Ich lasse Otti hier für den Fall, dass mir was passiert, weil Otti, wenn ich sterbe, ist Otti halt. Ne? Ist Otti halt da? Also der fällt mir dann von der Schulter und dann ist er für jeden angreifbar im Endeffekt. Sicherheitshalber hole ich jetzt mal die Gasmaske. Ja, mit Fernkampf könnte ich auch probieren, aber ich meine, wir haben eine gute Sniper, wir haben eine gute Shotgun. Weißt du, Fernkampf-Shotgun haben wir. Ich könnte halt auch einfach wahrscheinlich den Terizino rausholen und das Ding wahrscheinlich zerstören. Warum mache ich das eigentlich nicht? Ich meine, klar, es wäre schön, wenn ich das mit dem Rock Drake hinkriegen würde. Weil wegen. Mushiro, danke für den Follow. Weil wegen Leveln und so, ne? Der Terizino ist ja nun schon ganz, ganz ordentlich gelevelt. Im Zweifel, wenn es wirklich. Ich bin nicht skeptisch, was den Teri angeht. Der hat einen 70er Sattel. Und, weiß ich nicht, 20k Leben. 25k. Da sehe ich jetzt mit dem Teri kein großes Problem. Ich glaube halt, mit dem Rock Drake wird das insofern nix, weil der nur einen normalen Sattel hat. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Der Basi teilt das Dreifache seines Schadens im Nahkampf als Torpor aus. Na gut. Wir gucken mal. Im Zweifel, wie gesagt, die Fernbedienung habe ich bei sowas halt immer im Anschlag. Deshalb gehe ich da jetzt einfach rein. 47, 33. Ah, das könnte klar gehen. Könnte der Stego oder einfach weg? Jetzt mischt er sich. Ja, ist klar. Au. Gut, der kann sich. Gut, das ist eigentlich gute Ablenkung der Stego gerade. Oh.
Aber habt ihr auch manchmal so ein Knacken? Ich habe gerade manchmal so ein echt übles Knacken auf dem Headset. Also so ein einmaliges. Habt ihr das auch gerade gehabt? Okay. Keine Ahnung, was das ist. Seit ein paar Tagen oder seit einigen Tagen habe ich wieder ein bisschen Probleme mit dem Audio-Interface. Ich vermute mal, Windows hat in irgendeinem Update wieder irgendwas geändert. Oder irgendwas, geupdatet. Wir hatten es ja bei Kingdom of Amalur auch schon. Und wenn ich ein Spiel gestartet habe, hatte ich bei Ark jetzt privat auch und das Interface quasi resette, also USB abstöpseln und wieder anstöpsele, schmiert mir jedes Spiel ab. Ist halt auch nicht so geil. Yo, Junge! Easy going. Easy. Sollten aber nicht so viel Level sein. Ist das echt übersetzt mit... Also ist gar nicht übersetzt. Alpha Basilisk Fang. Okay. Man muss ja auch. Warum denn übersetzen? Das wird doch eh überbewertet. So, wir ziehen uns kurz unseren Dings wieder an. Da haben wir aber den Rock Drake immerhin bei 15.000 Leben. Ja, in hitzigen Gefechten in Ark habe ich das generell auch. Also ich vermute, in dem Fall ist es tatsächlich ein Soundglitch von Ark. Das hat man ja oft, wenn viel los ist, hitzige Gefechte, dann hat man oft so ein Knacken mal. Das stimmt, das ist nicht ungewöhnlich. Guti, was wir aber wollen, ich will eigentlich den 135er Basilisken, den suche ich. Der müsste doch... Der einfach chillig auf dem Pilz sitzt. Wo war denn der andere? Der war doch hier oben. Hätte ich schwören können, dass der hier oben war. Gut, pass auf, wir lassen mal doch nochmal. Also jetzt habe ich die Gasmaske auf. Aggro der mich? Weiß ich nicht, aber ich aggro ihn. Hallo. Na. Freund Schnürschuh. Dich holst du mal kurz weg. Ich hoffe, der 135er ist nicht gestorben, aber... Also, wenn, dann ist er höchstens despawned. Von irgendwas gegessen, bin ich mir ziemlich sicher, wird ein Basilisk nicht. Zumindest nicht mal eben. Und hier ist ja nicht so viel, mit dem der sich hätte anlegen können. Bin ich einfach falsch? War der nicht hier? So, da geht's runter. Da hinten klebt noch einer. Warte mal. Da ist nur Scheiße drin. Da ist er. Das ist ziemlich gut. Denn dann können wir hier mal versuchen, das Zähmgehege aufzubauen und können versuchen, den hierher zu locken. Hier sind ja nur Paras und ein Lystro. Dann ist ein Schaf. Da war ein Kano. Dann können wir das doch eigentlich mal versuchen. Max-Level Basilisk stirbt durch Wildvieh, ist ungefähr so wahrscheinlich wie der Giga. Ja. Ja, kurz wieder zurück. Oh, hi Suki. Und hallo, deine Schwester. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen sagen darf. So. Habe ich hier noch Zeug?
Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Rockdrake-Eier der braucht. Niese. Wir sind schon wieder 1,5 Stunden dran. Fallen. Guck mal, was habe ich gesagt? 4x4, ne? Und 2 hoch. Rampen brauche ich jetzt ein paar. Wobei, vielleicht reicht auch eine Seite Rampen. So. Ich bin massivst überladen. So. Ich muss jetzt erstmal das Zähmgehege aufbauen, bevor irgendwas anderes passiert. Also der Basilisk ist übrigens für alle, die es nicht wissen, ein passiver Tame. Dem man quasi befruchtete Rockdrake-Eier vor die Füße werfen muss. Dann freut er sich. Und isst die irgendwann auf. Und das zähmt ihn. Der ist rot. Jetzt ist er nicht mehr rot, okay. Immer darauf achten, nicht dass er plötzlich aus seinem Loch gekrochen kommt. Dann ist nämlich Zappenduster. Ich glaube nicht, dass uns da unsere Rüstung sehr lange verteidigen kann oder schützen kann. Bisschen Schiss, dass der Para, der da lang tingelt, den gleich aggro. So, das hätten wir soweit schon mal. Kurz mal Weg frei machen. Kurz mal den Para essen. Irgendwie ist der Sound leicht früher da als das Video. Okay. Ist das bei allen so? Dass der Sound asynchron ist? Bin aber zu faul, neu zu laden.
schön. Ja, ich hoffe das. Warte mal, ich weiß nicht, Basilisken sind, glaube ich, sehr leicht abzulenken. Die sind wie Rexe. Deswegen will ich hier mal sicherheitshalber. Lieber Lystro, es tut mir leid. Lieber Bulbdog, es tut mir leid. Yeah, Level up. Diese Bulbdogs müsst ihr killen und Lystros. Das gibt Hardcore-Level. Ja, der aggrot mich jetzt halt nicht. Der aggrot mich aber bestimmt. Wenn ich kurz absteige. Komm her. Juhu, trapped. Sehr schön. Den hätten wir drin. Jetzt port ich zurück. Hol die Eier. Da ist es wichtig, wenn ich da richtig informiert bin, man muss die Eier aus dem Inventar des Charakters fallen lassen. Man darf sie nicht aus dem Inventar des Dinos fallen lassen, denn dann denn dann isst er die einfach nicht, mag er da nicht, schmeckt nicht, ist nicht lecker, voll nicht lecker. So, ich habe schon wieder nicht geguckt, wie viel er braucht, ne? Ich nehme jetzt einfach mal so viel mit, wie ich tragen kann. Wobei, warte mal, wir machen das ja in den Rock Drake. Ich kann das ja dann in mein Inventar rüberziehen. Machen wir erstmal ein bisschen Schaden. 1, 2, 3. Da, ja. 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 Alpha-Basilisken machen keinen Torpor. Ja, hat er eben auch nicht. Hat mich auch gewundert, dass er keinen Torpor gemacht hat, weil ich halt dachte, dass Alphas... Aber Alphas haben oft nicht die Fähigkeiten der normalen Dinos. Der Alpha-Kano zum Beispiel macht keinen Blutungsschaden. Der Alpha-Rappi kann nicht abmounten. Also ich vermute, einige Fähigkeiten haben sie bei den Alphas einfach rausgelassen, weil sie dann vielleicht, weiß ich nicht, zu krass wären. So, 170, 175 haben wir jetzt hier noch drin. Otti, geh mal kurz aus dem Weg. Du kannst noch nicht mit, das ist mir ein bisschen gefährlich für dich. So. Dann porten wir jetzt mal wieder zurück. Gut, er ist noch drin. Ja. Oftmals ist halt das Risiko, wenn man irgendwo hinportet oder wenn man aus der Renderdistanz geht und sowas wieder reingerendert wird, kann es manchmal sein, dass gerade bei solchen Fallen und solchen großen Dinos hier die außerhalb der Falle wieder reingerendert werden. 6 Eier. Okay, pass mal auf, wie läuft das jetzt? Schießt er mich an? Ich muss ja irgendwie die Eier da reinwerfen, ne? Bist du passiv? Ja.
Okay, ich wollte gerade sagen, hoffentlich hatchen sie nicht. Jetzt müssen wir mal kurz abwarten. Yo, er hat eins gegessen. 23%, das heißt, er braucht 5. Jetzt weiß ich gerade nicht. Shit. Bin gleich weg vom Fenster. 100%, ich lege mich gleich hin. Nee, oder auch nicht. Die Frage ist nur, wie kriege ich das denn gefahrlos hin? Warte mal, ich kann doch einfach... Ich bin doch doof. Ich bin doch so blöd. Geht das nicht einfach? Yo. Es ist ja. Komm, wir nehmen nochmal 2. Das hat nicht so gut funktioniert. Hör auf mich zu essen, Junge. Oh scheiße, jetzt geht die Effektivität runter, weil er aggro ist und so. Das habe ich nicht, das war nicht... Mm-mm. Das war nicht gut. So. Jetzt verpieseln wir uns. Wir verlieren jetzt, wir haben jetzt 10 Effektivität verloren. Wir müssen jetzt warten. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich vermute, weil wir ihn in den Kampf verwickelt haben im Endeffekt, dass er da jetzt nochmal, dass er da 10 Effektivität verloren hat. Ich weiß nicht genau, wie die Mechanik da beim Basilisk funktioniert. Eigentlich darf er halt nicht mehr aggro sein, damit er die Eier isst. Also er muss ein bisschen chillen. Eigentlich triggerst du ihn im Weglaufen auf die Eier. Ah, jetzt ist er ruhig. Genug Eier liegen jetzt auf jeden Fall drin. Gehatcht werden die hier auch nicht. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sie halt ihre Gesundheit verlieren. Jetzt hat er nur eins gegessen, okay. Und er verliert 0,5% pro Ei. Das heißt, durch irgendwas haben wir da jetzt Effektivität verloren. Ich weiß nicht genau, durch was. Ich mache das mittlerweile mit Immersive Taming. Die Mod klingt auch sehr interessant. Also falls du die Mod meinst, Immersive Taming, WB-Suki, die klingt sehr interessant. Ich gucke im Moment das Projekt dazu bei Ivo
bei Evolution. Schon eine sehr interessante Mod. Na komm, schnuck noch eins. Beißt er wieder die Wand. Hallo, Glowbug. Na, wie ist das Leben hier unten? Ja, ist eine sehr schöne Alternative zum Standard-Taming. Standard-Taming. Vielleicht dauert es einfach nur so lang. Ich weiß es nicht genau. Ist halt ziemlich unaufregend gerade. Deswegen ein Schluck aus der Flasche. Das war aufregend. Was ist denn gerade so das Ziel? Ist das nicht offensichtlich? Jetzt ist die Eier und nicht die Wand, Junge. Vielleicht muss ich ihn aggroen und dann deaggroen. Vielleicht ist er einfach nur kaputt. Jetzt hat er aufgehört, die Wand zu aggroen, immerhin. Guck mal, da sind so viele lecker Guck mal, wie lecker die alle sind. Jetzt ist doch mal eins. Kommst du nicht ran? Habe ich dir die doof hingeschmissen? Erzähl doch mal was von deiner F1-Karriere. Da gibt es nichts zu erzählen im Moment. Es ist ein einziges Desaster. Yo! Guck mal, hat er jetzt zwei gegessen? Nee, warte mal. Was hatten wir? 43? Nee, hat er nicht. Joa, dann, ne? Noch zwei wohl, ne? Ach komm. Dreh dich ein bisschen im Kreis. Hallo, hier bin ich. Ernsthaft? Warum so chillig? Hey. Au. Jetzt hat er bestimmt wieder Dings verloren. Nee, hat er nicht. Naja, wie bist du drauf gekommen? Wie hat es dich motiviert? Durch Zufall bin ich drauf gekommen. Mir sind irgendwelche Videos empfohlen worden.
Und dann habe ich gehört, dass es da so einen Modus gibt, wo man sein eigenes Team quasi leiten kann. Das fand ich ganz interessant. Und dann habe ich es einmal mit Gamepad gespielt und habe mir gedacht, nope. Wenn ich das weiterspiele, dann muss ein Lenkrad her. Und dann wurde eins angeschafft. Also jetzt nicht irgendwie super die aufregende Geschichte. Warum, Junge? Warum? Du bist ein bisschen broken, ne? Oder? Dass das so ein so ewig dauert. Vielleicht. Wir warten einfach mal noch ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob er wirklich aggro sein muss oder ob es einfach reicht, wenn der jetzt da chillt und die Eier neben ihm chillen und er irgendwann sagt, Hunger! Weil es ist ja eine passive Zähmung, funktioniert ja wie die, wo man irgendwas auf die Null legen muss und es den Dinos füttern muss. Im Endeffekt läuft da im Hintergrund auch ein Timer. Und wenn der wieder Hunger hat, vermute ich mal, dann isst er wieder. Nee. Okay, er soll also schon Aggro haben. Oh, das war knapp. Dann isst doch jetzt mal. Guck mal, der ist so aggro. Der ist so schön aggro. Huch. Es macht schon Spaß, ja. Es wäre schon schön, wenn man dann irgendwann mal ein bisschen Fortschritt sieht. Die Sache ist, ich fahre halt nicht jeden Tag irgendwie ein, zweimal die Woche. Und da hat man halt dann, weiß ich nicht, eine Strecke, die man gerade gefahren ist, hat man nach einer Woche eigentlich wieder die wichtigen Sachen mehr oder weniger vergessen. Ne? Das heißt, das ist halt alles was Zeit braucht, damit das irgendwie ordentlich ist. Natürlich kann man die Schwierigkeit, kann man natürlich justieren, ne? Also das ist natürlich alles kein Problem, aber jetzt ist er wieder nicht mehr aggro. Ich hasse dich. Jetzt hat er eins gegessen, oder? Komm, los. Komm, du hast vorhin so schön gegessen, als du... Ja, hat er. Eins noch. Los, gib alles, Junge. Gib alles, dreh dich 27 Mal im Kreis und dann ist das letzte verdammte Ei. Heiliger Bimbam. Hab da mal ein Video geschaut und man musste ihn dann in die Eier reinlenken. Okay. Hallo. Tschüss, oh Gott. Dann sind wir bei 90,5%. Das ist okay. Warum er da jetzt Effektivität verloren hat, wie gesagt, kann ich nicht genau sagen. Habe ich keine Ahnung. Ist mir aber auch Wumpe. Hi, Gasul. Sehr speziell. Wir warten jetzt mal. Vielleicht entscheidet er sich ja gleich noch eins zu essen. Ja, es kann sein, dass ich ihm... Vielleicht habe ich ihm einfach ein bisschen Schaden gemacht. Also angegriffen habe ich ihn nicht. Vielleicht bin ich im Sprint drüber gerannt. Das kann sein. Aber macht der Drake Trampelschaden quasi? Los jetzt, ballerst dir rein.
Ich kenne F1 ja von den Peets. Die spielen es ja auch immer gern, aber durchgeblickt, wie die Regeln sind, nope. Aber die Regeln sind eigentlich relativ einfach. Also natürlich gibt es da spezielle Regeln, wann du dein Getriebe wechseln darfst oder wann du generell Komponenten wechseln darfst, wenn alte abgenutzt sind und solche Geschichten oder... Aber ansonsten ist es prinzipiell so, wer zuerst im Ziel ist. Komm jetzt, gib ihm. Wie sind denn die Werte? Richtig schlecht. 27 Movement Speed. Ja, Mario Kart ist es nicht, nee. Ja, das hattest du ja schon unter einer Folge, glaube ich, geschrieben mit den Teleportern. Ich weiß nicht, warum du dich da nicht reinporten kannst. Tatsächlich. Wie gesagt, meine Vermutung, wenn du dich mit dem Argy reinporten willst, dass irgendwas mit Fliegen in Höhlen zu tun hat. Halleluja! Halleluja, du bist ein Männchen. Du bist Boris. Boris der Basilisk. Hör auf, mir zu folgen. Okay, wir müssen. Ich muss. Ich sollte. Ihr zwei könnt euch mal kurz angucken. Während ich... kurz zur Aberration Base zurückgehe. Na, Prevention Zone hat ja dann auch ein Stück weit was mit Bauen zu tun, ne? Man darf ja solche Prevention Zones betreten, aber man darf halt nicht bauen. Er kann sich halt nicht reinporten. Das ist halt das, was so verwirrend ist. Basiliskensattel. Basil. Wird hergestellt in Werkbank. Brauch alles, was wir da haben. Halt, Werkbank ist hier hinten. Basiliskensattel. Wunderbar. So. Porten wieder zurück. Ach ja, da muss ich ja das Dings noch abbauen. Ja, mir ist heiß. Das ist mir doch egal. Butz. Boris, gleich machen wir einen Ausflug, einen kleinen, ne? Wir zwei. Packen wir Robert weg. Ach, da liegt noch ein Ei. Da liegt noch ein Ei. Ich möchte nicht demolischen. Können wir ganz kurz das Ei nehmen? Dankeschön. Ich würde gerne, ich port gleich direkt zurück erstmal wieder und lade das Zähmgehege ab. Habe ich alles? Aberration. Das Ei packe ich hier mit rein. Da, wo es hingehört. Und die... Das Themengehege packen wir direkt wieder in den Schrank, wo wir es auch hergeholt haben.
Prima. Dann kann hier der Alpha-Basiliskenzahn mal hin. So. Wir können euch direkt dahin porten. Huch. Na, eigentlich, ich habe auch keine Einstellungen für die Awesome Teleporter Mod. Also. Oh, jetzt habe ich hier. Ist das dein Ernst? Ein Doorframe? Boris, lass mich los. Hast du irgendwas? Komm du erstmal wieder hierher. So, es geht vom Gewicht her noch klar bei mir. Boris, wie sind deine Werte? Ja, bis auf die 36 Movement Speed und die 19 in Schaden. Wenn die vertauscht wären, dann wäre ich super zufrieden. So, nun ja. Schauen wir mal. Dürfte ich jetzt bitte erstmal endlich wieder normales Sichtfeld. Yay. Was trinken. Und wir haben einen Basilisken. Der einen Wendekreis hat wie ein Wyvern. Schlimmer als ein Wyvern. Wyvern. Aber Basilisken haben einen super guten Gewichtswert. 3600 Gewicht. Und wir können normal angreifen. Wir können auch den Giftball schießen, der Torpor verteilt. Und wir könnten auch irgendwie... uns einbuddeln. Allerdings, ihr seht, der Sauerstoff geht runter. Das heißt, wenn wir uns einbuddeln, brauchen wir irgendwie ein Atemgerät. Wenn wir hier, keine Ahnung, ob das im PvP nützlich ist. Man sieht es ja, es ist ja relativ, man sieht es schon relativ gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur die Leertaste ist. Ich habe jetzt eben nochmal Steuerung mitgedrückt. Ah, es ist nur die Leertaste. Also auf Leertaste kann man sich einbuddeln. Mit der linken Maustaste haben wir ganz normalen Angriff. Mit der rechten Maustaste können wir den Giftball schießen. Fast das Schaf weggesniped. Hat er überhaupt so eine Reichweite bis dahin hin? Achso, wie viel Schaden haben wir? Falscher Knopf. 234, ist halt 19, ist halt echt low, ne? Das macht einen 10er Tick. Den Grundschaden habe ich jetzt nicht gesehen. Und wir machen 128 Schaden. Oh, jetzt habe ich 1000 Kilo Hammelfleisch gesammelt, die ich eigentlich gar nicht haben will. Ja, an sich, Basilisk, super vom Gewichtswert. Leben geht über 400 Punkte nach oben, fast 500, das ist auch gut. Basilisken, man meint es nicht, weil es eine Schlange ist, aber sie sind im Wasser super langsam. Wirklich super langsam. Habe ich mir doch nicht eingebildet, dass da noch was stand? Was? Ach so, ja. Du meinst, dass die eine Wand, die ich vergessen habe. Nur mit Zwischenbot, werde gleich mal in die Loothöhle setzen und schauen, ob ich da direkt reinpacke. Ja, wenn es in der Loothöhle geht, dann muss es irgendwas... wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Metallhöhle irgendwelche Prevention-Einstellungen hat. Mit Sicherheit, weil sie eine krasse Ressourcenhöhle ist. Aber die Loothöhle kann man ja auch auf Official sogar drin fliegen und alles. Ja, es gibt definitiv Langsameres im Wasser, gibt aber auch Schnelleres. So. Dann schlängeln wir uns doch mal zurück zur Base, die... irgendwo da sein müsste. Kriegt der Basilisk Fallschaden? Die Antwort lautet ja. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee.
Also als Lastentier mit 10 kg Gewicht? Ja, also gerade als Lastentier kann er super nützlich sein. Also wenn man. Ich hänge der Wand. Wenn man mal eine Farmtour, eine Farmrunde macht oder so. Ich weiß nicht, ob er großartig Gewichtsreduzierungen hat. Da habe ich mich nie informiert. Wo ist denn eigentlich? Da ist die Base. Da drüben ist sie irgendwo. Ja, Bäume können wir kaputt machen. Wir ernten aber nichts. Ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwas ernten kann, der Basilisk. Überhaupt kein Plan. Steine machen wir aber auch nicht kaputt. Aber wir können uns so ein bisschen durchschlängeln. Jetzt ist die große Frage. Wir können auch rückwärts kriechen. Toll. Das ist grandios. Ich würde mal ein bisschen was bekämpfen wollen. Ravager Agron. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Bin ich ganz ehrlich? Ich dachte, mit dem Basilisk wäre man ähnlich unantastbar wie mit dem Rock Drake oder so. Ist man offensichtlich nicht. Oder greifen Ravager generell alles an? Gut, Kano ist cool, solange wir nichts machen. Alles, was auf Schlangen-Aggro macht, macht auch auf Basis-Aggro. Da hätte mich der Kano aber eben aggroen müssen. Nee, Quatsch. Kano ist Aggro, nicht auf Schlangen. Das ist ja komisch. 3 Level. Wir ballern mal ein bisschen mehr in Leben. An sich auf jeden Fall ein cooles Tier. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich wollte mal runter. Ich muss ja darüber und dann irgendwie da hoch. Also wenn ich mich nicht porten will. Oh, Trampelschaden. Oder wie auch immer man das beim Basilisken nennt. Ich glaube, Rappis können einen nicht vom Basi runterholen. Rappis sind sowieso komisch. An der Oberfläche mounten sie nicht ab und hier unten mounten sie mich ab. Ganz komisch. Super strange. So, hier wollte ich, glaube ich, sowieso irgendwie lang. Ich wollte nämlich wieder zur flachen Ebene. Also zum Flachwasser, zum Sumpf. Und da geht ja die Rampe hoch zu unserer Base. Also die natürliche Rampe. Ja, hier sind die Gachas. Genau, hier wollte ich hin. Ach, und hier sehen wir gleich, was ihr noch nicht gesehen habt, die formschöne Kakinusfalle. Da. Komm, die gucken wir uns mal an. Da ist sie. Und da hinten sind auch schon wieder 7 Millionen Kakinus. Hallo. Das ist die Kakinos-Falle. Super simpel, super easy, funktioniert. Astrein. Video dazu kommt, ich glaube, Anfang Oktober. Ja, jetzt komme ich hier natürlich nirgendwo mehr ordentlich hoch, ne? Ohne dass die mich aggroen. Doch. Weiß gar nicht, ob Kakinos aggroen. Will es aber auch nicht ausprobieren. Weiß auch nicht, ob sie mich da runterholen können, wie vom Argi. Und wir plötzlich wieder Probleme haben, von denen wir gar nicht wussten, dass sie existieren. Platz da. Ausdauerverbrauch scheint auch
nahezu nicht vorhanden zu sein. Ach, jetzt haben wir einen Karkinos auf dem Weg. Hoffentlich kein 180er. Nee. Geht auch gar nicht. Ja, natürlich. Natürlich aggroht er. Und gleich hat er uns wieder in seinen Klauen, Fragezeichen. Nee, hat er nicht. So, hast du nämlich nicht. Hab gerade gedacht, das wäre ein Alpha-Spino. Spino aggrost du uns auch. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist ja super, super geil. Jetzt ist er da runtergelaufen. Du bist ja doof. Du bist ein dummer Spino. Wir schlängeln uns weiter hier hoch. Ich glaube, Dismount geht generell nur durch Knidder, weil Schlangen ja nicht reitbar sind. Was sind denn Knidder? Ja, ich hab in letzter Zeit... Ach, Knidaria. Nee, der Karkinos kann dich definitiv vom Tier holen. Hat er bei mir schon gemacht. Diplodocus-Sattel und ein Knicklicht. Pass mal auf. Weg mit dem Scheiß. Aber nur von kleineren. Okay, ja gut, dann ich wusste nicht, von was das abhängt. Wie gesagt, die ganzen Aberration-Tiere sind so ein bisschen Neuland für mich. Basilisk und Karkinos, um mal die beiden zu nennen. Die Schlange ist auch so relativ schnell. Also, das geht schon, das geht klar. Ach ja. Das Gute ist, wir haben hier bei uns in der Nähe der Base Loot Drops und können hier, wenn wir wollen, hoffe ich, ich habe es noch nicht ausprobiert, ob man da was reinziehen kann, relativ safe Cryopods herstellen, wenn wir noch welche brauchen. Nicht wahr? Ja, und auch Basilisken können wir nicht zähmen. Leider nicht. Nicht züchten, Entschuldigung. Gezähmt haben wir ihn. Züchten können wir sie nicht. Wie leider Karkinos und Rockdrake auch. Wollen wir mal ganz kurz kommen. Wir screenshotten mal kurz. Hey! Findest du das gut oder was? Oh, warte mal. Ich kann gar nicht screenshotten. Hab das bei Steam, glaube ich, deaktiviert. Hat OBS einen Screenshot? Hotkey? Keine Ahnung. Kann ich aber auch irgendwann anders machen. Das war auf jeden Fall Boris. Den lasse ich jetzt mal hier stehen. Dann mache ich da noch ein schickes Foto fürs Thumbnail. Und dann werden wir jetzt auf jeden Fall noch eine Tour machen. Und zwar, wie ich es ja am Anfang angekündigt habe, du kommst erstmal wieder mit, Otti. Gibt es eine kleine Reise in die Vergangenheit? Wo ist der Rockdrake? Du kannst da mal wieder rein. Ach ja, die Eier. The Eiers. Hier rein. So. Ja, der Basilo hat eine Immunität gegen Knidaria, das stimmt. Deswegen, meiner Meinung nach, das Unterwassertier Nummer 1. So, wir laden schnell das eine Wandelement noch ab. Schwupp! Die Gasmaske, können wir die eben reparieren? Ach, was soll's. Kann ich auch irgendwann machen, wenn ich mal wieder privat rumdaddle. Die kommt erstmal wieder hier rein. And now, ladies and gentlemen. Werden wir uns... Schnappen wir uns einen Wyvern? Ich glaube, wir schnappen uns einen Wyvern. Wyvern!
Komm, Franziska. Nee, komm. Oder Franziska oder Conchita. Franziska oder Conchita. Wir nehmen Franziska mit. Franziska, komm mit. Sicherheitshalber ziehe ich mal die Schotti. Hallöchen. Ist sie durchgeladen? Ist sie. Hui. Oh, Moment. Ich will noch ein paar Kryopods mitnehmen. Auf die Reise. Bin eher Fan von Mosa und Tuso. Ja, Tuso und Mosa sind natürlich auch gut, weil super stark. Trotzdem, Knidaria sind auch für die beiden gefährlich. Vier. Fünf. Fünf reichen, denke ich. Hoffe ich. Oh, Moment, wir müssen unsere Dings noch auffüllen. Hey! Wie riesig einfach, guck doch mal, wie riesig die Waffen in Ark sind, das ist so unnormal, ey. Der kommt überhaupt gar nicht, der kommt mit dem Arm überhaupt gar nicht vorne ordentlich dran, um die Schotti durchzuladen. Hat er doch keine Chance. Wie funktioniert das? Wir wollen zum, lass mich überlegen, Grünnobelisten. Macht ihr irgendwer doof? Alles klar. Zu einem anderen Server reisen. Ja! Wir gucken uns den alten Center-Spielstand nochmal an. Deswegen Reise in die Vergangenheit. Ich habe mir gedacht, ich verclustere die Server mal. Beziehungsweise ziehe auf meinen zweiten Server den alten Center-Spielstand. Und dann gucken wir mal, vielleicht nehmen wir da auch ein paar Tierchen mit. Deswegen habe ich ein paar Kryopods eingepackt. Ich weiß nicht, ob ich da drüben Kryopods hatte. Wenn ja, wie viele? Aber wir haben ja einiges gezüchtet auf Center. Ich weiß nicht, was ich da mitnehme. Also Tirizino haben wir selber, Tylacoleo haben wir selber. Wir könnten den Giga mit rübernehmen, auf jeden Fall, dass wir schon mal einen haben. Ich glaube, wir hatten einen Tegrex. Den könnten wir mit rübernehmen. Weil gute Tegrexe sind selten. Wir müssen mal gucken. Basilos, weil ich habe hier, es spawnen hier einfach keine Basilos mehr, keine guten. Wir haben den einen gekriegt und es war's. Und ich will auch nicht ständig Dino wipen. Also ab und zu wipe ich ja auch mal, wenn ich gute Dinos suche. Aber ich habe jetzt, war so oft unter Wasser, habe Loot-Touren gemacht und habe dabei halt auch ein bisschen was getötet. Auch gerade in dem Gang, von dem wir immer reingeschwommen sind bis jetzt, wo eigentlich immer relativ safe Basilos gespawnt sind. Schon ewig nichts mehr. Und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Wir spawnen direkt mal. Ja, in der Wasserbase. So, die Wumme können wir wegpacken. Das dauert jetzt einen Moment, bis das Spiel registriert. Moment, ich bin da. Moment, der gehört zum Stamm. Wupp. So. Ach so, die Türen. Ja, der Spielstand ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, warum ich hier keine S-Plus-Türen drin habe, ob es die da noch nicht gab. Ich habe keine Ahnung. Dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Oh shit. Können wir bitte kurz? Können wir bitte kurz den Kanu essen? So. Wie kam ich denn hier wieder hoch? Kam ich überhaupt wieder hoch?
Clever wie ich bin, wahrscheinlich nicht. Springen aus dem Wasser können wir ja nicht mit dem Baryonyx. Wunderbar. Ja gut, dann müssen wir einmal vorne reinschwimmen. Wo kam der her? War der die ganze Zeit da? Ist der von oben runtergefallen? Von oben runter? Na so gut, das kann natürlich schon sein. Bruce! Bruce und Fritz! Na? Ach, der Engler. Oh. Wobei Engler, Engler brauchen wir gar nicht zwingend auf Valguero, weil ich dachte, die könnten vielleicht auch schwarze Perlen einsammeln. Können sie aber nicht. Was ist denn los? Was willst du denn hier? Was ist denn mit euch? Hört auf, mir auf den Kopf zu fallen. Ich will hier einfach nur in Ruhe. Verstehst du? Erstmal meinen Wivern hier raus. Wobei, nee, den Wivern. Doch. So, ja, also wie gesagt, wir könnten uns hier auf jeden Fall die beiden Zuchtbasilos hier unten mitnehmen. Die 249er. Weil wer weiß, wann ich da mal einen finde. Und ich hätte halt schon gern gezüchteten. Und ich meine, wir haben ja uns die Arbeit hier schon gemacht. Warum denn die Arbeit nochmal machen, ne? Die Haie brauchen wir, glaube ich, nicht. Auch die Wasserbase hier in der Ecke ist schon ganz nett geworden. Also, da kann man nicht meckern. Zwei Becken haben wir. Gut, das Häuschen hätte ich noch ein bisschen einrichten können, aber alles in allem. Alles in allem passt das. Statt dass du aus dem Wasser rausportest. Ach ja, stimmt. Das hätte ich einfach machen können. Da ist Bird. Yeah, Mann. Hallo, Bird. Warte, Bird. Ich glaube, Wivern war keine gute Idee. Lass mich mal landen. So. Wir packen mal den Wivern wieder ein. Das war zum Rumfliegen hier nicht die geilste Idee. Ich habe ja Teleporter hier. Wir nehmen hier zum Rumfliegen mal Bird. Yo, Bird. Alles fit oder was? Guck mal, ein Level hat er. Ausdauer auf 2K. Das ist eins Großfelsen von Hohigkeit her. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist er wohl. Yo, die Schnecken. Ach ja, alles ist noch da, wo es hingehört. Nee, ich war natürlich schon hier und musste einiges reparieren, damit das für heute ordentlich präpariert ist. Ich musste die ganzen Strukturen, weil es war ja ein anderer Charakter, ich musste die ganzen Strukturen an mich, an den neuen Charakter binden, per Konsolenbefehle. Ich musste die Dinos, die alten, quasi auf mich imprinten. Das kann man ja alles machen. Man kann ja Imprints übertragen, man kann Besitzer von Strukturen per Admin-Sheet übertragen und alles. Also das geht. War ein bisschen aufwendig, aber geht. Habe ich das hier überhaupt gemacht? Das habe ich hier gar nicht gemacht, oder? Die Strukturen gehören mir hier gar nicht. Doch. Gehört alles im Popeye-Mann, siehst du? Der Enki, der Dödi, Aslan steht hier rum. Sigrun. Ja, hier hatten wir ja, stimmt, hier hatten wir ja diese riesige Fläche, wo absolut nichts spawnt. Ich erinnere mich. Sehr cool. Sehr cool. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich hier, um da nochmal ein bisschen das ganze Revue passieren zu lassen. Ich finde das immer ganz cool. Ich habe mir gedacht, ich ziehe das dann mal auf den zweiten Server. Und natürlich auch, um Tierchen mitzunehmen. Pass mal auf, wir packen hier unten. Wir packen hier unten jetzt die beiden Zuchtbasilos ein. Oder ich nehme nur meinen Basilo mit. Das reicht ja eigentlich, ne? Ich muss ja nicht die Zuchtbasilos mitnehmen. Der Basilo, dem passiert ja nichts hier. Welcher ist denn meiner? Waltraud ist meiner, ne? Waltraud, du krasser Typ.
Baryonyx haben wir selber. Waltraud ist kein Typ, ich weiß. Waltraud, du krasser Basilo. Alter, die Augen. Die sind creepy beim Basilo. Die sind super creepy. Barbara, du stehst hier ein bisschen ungünstig. Dankeschön. Weißt du was? Wir nehmen die Waltraud einfach mit. Komm her! Das Basilo-Öl, das kam weg. Die beiden Zucht-Basilos, ich glaube, nee. Die brauche ich nicht. Ja, ich will ja nicht züchten. Der ist ja schon gezüchtet. Also, das geht ja eigentlich vollkommen klar. Das geht ja eigentlich vollkommen klar. Wobei, eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob ich hier den Imprint-Bonus auch schon hochgestellt hatte oder nicht. Ich glaube schon. Was hat denn der Basilo für Werte aktuell? 50.000 Leben, 1.500 Gewicht, 2.000 Stamina, 647 Nahkampfschaden. Ist halt auch geil. Eine Health, Stamina, Torpidity, Oxygen, Food, Weight, Nahkampfschaden und Bewegungsgeschwindigkeit. Wir nehmen einfach die Waltraud mal mit. Ich weiß gar nicht, ob mein Basilo, den ich habe, der ist. Ist der männlich oder weiblich? Ich weiß es nicht. Ist aber auch wurscht. Und nochmal Basilos züchten, wenn ich es umgehen kann und Säugetiere nicht mehr züchten muss, dann mache ich das natürlich. Oh, sind hier noch Event-Dinos aktiv? Von irgendeinem Event? Der muss von einem Event sein. Holy shit. Niemals spawnt der so. Niemals, Bird. Wir können dich eigentlich wieder hochbringen. Ne? Ich port jetzt sowieso zur anderen Base. Hallo, Friendly. Einen wunderschönen Sonntagabend auch dir. Dann parken wir Bird nämlich wieder hier oben, wo er hingehört. Doch, Bird. Ach, guck mal, die Harzsammler sind bestimmt voll. Ja. Sind sie. Ja, hier gibt's nicht mehr viel zu zeigen und zu sehen. Ne? Das ist halt einfach eine komplett eingerichtete Base. Alter, sogar mit Industrial Forge. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Wie bist du denn bewässert eigentlich? Keine Ahnung. Was auch immer ich da wieder gedeichselt habe. Oder habe ich das von unten hochgelegt? Ich habe es von unten hochgelegt. Ich sehe es gerade. Du lieber Himmel, nee. So, wir porten zur Ruinenbase. Bird, bist du drin? Nee, zum Glück nicht. So, und hier können wir, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas Gezüchtetes mitnehmen muss. Ich glaube fast nicht. Wir haben hier halt das Wolfsrudel, wir haben das Rappi-Rudel. Tex-Dego, Tech-Para, die ganzen Tech-Tierchen, die noch nicht mal gezüchtet sind. Argy, wie gesagt, Terizinos haben wir selber drüben. Zwar nicht so super gut, aber völlig ausreichend. Farmtierchen haben wir auch gezüchtete. Sowohl Enki als auch Dödi, als auch in unserem Fall keinen Biber, sondern wir haben... Gut, das Mammut ist nicht gezüchtet. Das Mammut ist nicht gezüchtet. Die Otters haben wir auch schon drüben. Nee, Tylacoleo haben wir Minty, dass der bleibt. Weil Minty sieht echt cool aus. Ja, die Schlangen und die Skorpione für Kibbel. Einmal für Kibbel, um Terizinos zu zähmen. Und einmal das Skorpion-Kibbel für Rexe, glaube ich, war das früher. Ja, da war das Kibbelsystem noch nicht überarbeitet, als wir hier rumgedümpelt haben. Gedümpelt sind? Ich weiß es nicht.
Jo, du hast auch ein bisschen Dünger am Mann. Koti. Ernsthaft? Das ist übrigens ein Trike mit dem Kostüm, nicht wundern. Hier. Styracosaurus Kostüm. Sieht cool aus. So, aber draußen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. Ich mache auch nicht mehr allzu lang. Wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um. Hier draußen haben wir unser Zähmgehege. Ach, den Juti. Mensch. Die können wir auch mitnehmen, wenn wir lustig sind. Aber hier hinten stehen halt Giga und Tech-Rex. Ne? Die Susi und der Toni. Vielleicht finden wir ja einen weiblichen Tech-Rex noch. Dann können wir Tech-Rexe züchten. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Der war, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, ne? Naja. Geht. Relativ ausgeglichen. Sehr ausgeglichen eigentlich. Nehmen wir mit. Komm, Toni, kommen Sie. Was ist eigentlich gut fürs Holzfarmen? Mache das sonst mit Trike oder Teri? Also ja, Teri ist glaube ich, sogar der beste Holzfarmer im Spiel. Je nachdem, wenn man seine Farmlevel auch noch hochlevelt. Ansonsten Biber, Mammut, Roll Red. Ich weiß nicht, ob die Pilzholz und Holz. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall am einfachsten ist eigentlich der Biber. Thorny Dragon natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, einen Thorny Dragon. Ach, auf dem Giga habe ich auch schon ewig nicht mehr gesessen. Junge, Susi. Hä? Wie ist es? Giga Noto ist im Level aufgestiegen. Ja. Dann leveln wir dir mal Schaden. Das ist das Einzige, was bei dir Sinn macht, zu leveln, ne? Ja. So sieht's aus. Aua. Fallschaden beim Absteigen. Die Farbe vom Juti. Ich weiß gar nicht, wir können mal gucken. Hatte der eine spezielle Farbe? Ne, der war relativ simpel, wie wir es hier sehen. Eher so grau, gräulich-weiß. Wenn ich es hochgamma, also bringt halt auch nichts. Aber der Juti ist von der Farbe her relativ unspektakulär. Den nehmen wir aber auch mit rüber. Den nehmen wir auch mit rüber. Ja, 14 in der ersten, 38 in Region, also 14 in Region 0, 38 in Region 1. 223 in 4 und 184 in Region 5. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo noch Cryopods habe. Und was wir auch mal machen könnten, wir können hier auch mal gucken, ob wir gute Baupläne... Kann man Baupläne übertragen? Kann man Baupläne übertragen auf andere Server? Ich glaube, sonst brauchen wir von hier nichts. Die Schweine... Weiß ich nicht. Ob wir die brauchen. Im Zweifel kann ich die ja auch immer wieder holen. Also ich kann ja immer wieder rüberreisen. Wir gucken jetzt hier mal auch, was wir an Waffen und so haben. Ach Gott, die habe ich noch nicht mal mit Walls. Warum habe ich denn hier keine Walls gebaut? Weiß das jemand noch? Nur Element und Trophäen nicht. Ja, dann Waffen. Holy moly. Alles klar, pass mal auf. Ich habe doch so eine scheiß Axt drüben. Gib mir die mal her. Spitzhacke sind wir cool. Gewehr. Hui.
Das ist ja besser als das, was ich habe, wa? Ne, wir haben 233 und 272. Wir sind voll viel besser als der alte Amras. Ansonsten Schotti-mäßig, da haben wir auch eine richtig gute, ne? Mit 218, ja, eine richtig, richtig gute. Den Bogen. Gib halt mal mit. Kann ja nichts schaden. Gut, Munition muss ich jetzt nicht mit rübernehmen, die kann ich selber bauen. Trophäen. Rüstung. Entschuldigung, es tut mir leid. Ghillie haben wir selber schon genug. Pelz, Flak. Was haben wir denn Flak-mäßig? Schuhe. Schuhe. 298, 498. Ah, da kann man auch die lassen. Da müssen wir jetzt nicht unnötiges Zeug mit rübernehmen. Scuba, habe ich da irgendwas gefunden? Nee, das hätte mich auch gewundert. SWAT brauche ich eigentlich auch nicht. Ghillie, Schilde, so einen alten Bergbauhelm. Brauchen wir auch nicht. Komm, wir nehmen mal einen mit. Der sieht, glaube ich, cool aus auf dem armen Affen. Kann man einem Affen aufsetzen. Der hat einen Helmslot. Der sieht halt mega aus. Was haben wir für Sättel? Ein paar Teri-Sättel. Trike-Sattel. Ich mach das mal so, dann kann ich es besser lesen. Pelagornis, Megalodon, Mammut. Hier habe ich halt nicht so viel Loot abgegrast, weil es hier halt nicht so gute Loot-Ecken gibt, glaube ich. Also, die eine Höhle auf der Vulkaninsel, ja, die ist sehr gut zum Looten. Da habe ich aber auch nur so lange gelootet, bis ich meinen Rex-Sattel hatte. Das war ja damals, wenn ich mich recht entsinne, mein Spino-Sattel, bitte. Spino-Sattel, bitte. Brauche ich für drüben noch irgendwas? Hat irgendwer drüben noch einen Scheiß-Sattel? Außer die Aberration-Tiere? Nee, ne? Und von dem, was ich hier habe, schon mal gar nicht. Von den meisten haben wir ja drüben auch selber schon gute Sattel. Mammut-Sattel. Das Mammut hat bestimmt auch einen guten Sattel. Nimm da einfach mal mit. Was haben wir hier noch? Gut, hier sind wir jetzt dann wieder bei ganz normalen Dingen. Dann. Baupaläne. Waffen und Rüstung brauche ich nicht gucken. Da habe ich drüben so viel, weil ich die Loothöhle regelmäßig abgegrast habe. Da ist hier wahrscheinlich nichts Besseres. Oh, die Haltbarkeit der Pumpkin ist ja immer. Na gut, wir haben 218 und 1200. 217 und 1000, die ist ja schlechter. Was ist das denn für eine Lulli-Pumpkin? Bauplan Bogen. Ich habe gerade gedacht, irgendwas ist kaputt gegangen. Habe ich denn hier Metallachs, Metallspitzhacke? Da haben wir drüben auch bessere. Also ich will eigentlich nur mal bei den Sätteln gucken. Sarkodeodon Megalania, Capruiguanodon Megatherium. Ja, Megatherium. What? Terizino? Ich weiß nicht, was ich drüben habe und was nicht. Giga? Ja, bitte. Juti habe ich auf jeden Fall selber super gute Baupläne, das weiß ich. Weil ich da vor kurzem erst einen gefunden habe. Wo ist denn? Habe ich nicht einen Bauplan für einen Rex-Sattel? Wo ist eigentlich unsere Rex-Armee? Ach, die steht noch am Dings, am Obelisken. Bin ich blind oder sehe ich ihn nicht? Oder ist er irgendwo anders? Ich muss gleich mal gucken. Vielleicht liegt er auch hier. Bauplan Rex-Sattel. Gefunden. Den nehmen wir natürlich auch mit. Dödi, Quäl, Cyanodon, Diabär, Pelagornis, Calicotherium. Brauchen wir alles nicht. Ist hier noch irgendwas Cooles drin? Außer 5000 Tonnen Leder. Ach, das war bestimmt auch für die Sattelproduktion. Für die Rex-Armee damals. Ach, ist das schön, hier nochmal drin zu stöbern. Ich freue mich. Hier stehen die Fähnchen, hier hängen die Trophäen. Das ist doch was Feines. Ja, und ansonsten lasse ich die Dinos hier. Wir können jetzt den Biber noch mitnehmen, weil wegen Holz. Aber nee, wir haben unser Mammut. Das ist eigentlich vollkommen ausreichend. Habe ich Otti mitgenommen? Bin ich ohne Otti los? Sind wir ohne Otti los?
Wir sind ohne Otti los, ne? Nicht, dass der hier irgendwo rumhockt noch. Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, dabei belassen wir es, was wir mit rübernehmen. Das reicht auch vollkommen aus. Wie gesagt, wir haben ja drüben auch schon, was Baupläne angeht, durch die Loothöhle auf Valguero, bist du da, hast du da so schnell richtig gute Baupläne. Achso, ich habe gar nicht geguckt, einen Bauplan für einen Spino-Sattel hatten wir nicht, ne? Aber immerhin einen besseren Spino-Sattel, darüber freue ich mich gerade ziemlich. Ich will nur mal gucken. Diplodödi, Berlo, Fiumia, Ekus, Kasuris, Mammut, Enki, Selma, Manta, Yuti, Raptor. Kano, Pari, da. Nee, gut. Guti. Dann haben wir ein Basilo. Wir haben den Tekrex. Wir haben den Yuti mitgenommen. Wo sind eigentlich... Ich müsste eigentlich... Kann ich Kryokapseln pullen? Kryokapseln kann ich nicht pullen. Hatte ich hier schon Kryokapseln? Kinder? Wisst ihr das? Ich glaube nicht, ne? Ich kann es mir nicht vorstellen. Oh, Pushy! Hallöchen, na? Bei mir ist alles gut. Bei dir auch? Man hat sich ja schon länger nicht mehr gehört. Wir können noch mal nach unten fahren. Da stehen ja die ganzen Zuchttierchen, ne? Da, Hallo? Hier steht ja alles, was wichtig ist. Hier haben wir halt auch die UTs noch. Also wenn auf der anderen, wenn auf dem anderen Server mit dem UT da irgendwann mal irgendwas passieren sollte, vielleicht hole ich die UTs auch noch offscreen rüber, dass wir die UT-Zuchttiere drüben haben. Ja, weiß ich nicht. Dem Basilo passiert, glaube ich, nichts. Der wird nicht in irgendwelche Bosskämpfe mitgenommen oder so. Und unter Wasser kann dem halt einfach keiner irgendwas. Hast du Center nach? Ich habe Extinction überhaupt nicht gespielt. Okay, Cryopods hatte ich erst auf Valguero, alles klar. Die gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wo ich Center gespielt habe, glaube ich. Und wenn, dann war es anfangs noch so, dass die Cryopods ebenfalls nur im Tech-Replicator hergestellt werden konnten. Man brauchte anfangs für die ganze Kryo-Geschichte komplett Tech. Das haben sie ja dann geändert, dass man den Cryo-Fridge und die Cryopods halt auch in den Loot-Drops und an Obelisken etc. herstellen kann. Meine UTs sehen so nice aus. Findest du? Ich finde die relativ unspektakulär. Aber du hast ja auch gesagt, dass du auf Schwarz und Weiß und Grau. Ja, wobei, die sind schon nice. Ach ja, guck mal hier, der Item-Collector und der Eier- und Kibbel-Kühlschränke. Hab ich viel Kibbel. Bin begeistert. Holy shit, aber viele Eier. Okay. Gut. Ja, können wir machen. Ich hab Alos. Sachen gibt's. Ich habe den Server auch nach Abschluss des Let's Plays noch ein bisschen weitergespielt. Ja, schön schwarz-dunkel. Zu geil. Ja, ein bisschen, einen kleinen Farbakzent könnt ihr ruhig noch haben. Da bin ich bei dir. Weißt du was von Mass Effect Remaster? Nee. Da weiß ich nichts von, Pushy.
bin aber da auch kein Insider. So, wir trinken einen Schluck. Wunderbar. Die Schlangen und die Skorpione. Schön. Schön, schön, schön. Ach ja, guck mal, der Lystro, hier hatten wir ja noch einen. Die Lissy. Kodo. Ach, weil es der Kühlschrank. Das war der erste Tame. Kodo. Der Kühlschrank Dodo. Deswegen heißt er Kodo. Ach, ist es schön. Tapejara brauchen wir auch nicht. Haben wir einen? Ja, nö. Müssen wir nichts mehr. Die Argis sind halt. Die Argis sind halt massiv überzüchtet, wie ich finde. Aber hey, da bin ich auch glücklich mit dem, den wir da haben. Also auf Valguero bin ich ja eh nicht so viel mit dem Argy unterwegs, eben weil wir die Wivern haben. Hier war ja der Argy das Flugtier Nummer 1. Egal, um was es ging. Die Farben sind definitiv cool. Also mein Argy drüben jetzt ist ein bisschen langweilig. Also die sehen schon nice aus. Den habe ich aber auch noch einmal. Die Farben haben sich geändert. Der war blau. Der war Hund. Der hatte 100 Pro ein Blau drin. Der hatte 100 Pro ein Blau drin. Da setze ich Geld drauf. Da setze ich verdammt nochmal Geld drauf. Guck mal, hier bei dem. Oh, ouch. Voll die Bruchlandung erstmal. Bei ihm ist auf jeden Fall noch das Türkis mit drin. Aber der war hundertprozentig blau. Ja, die haben die Farbregion geändert, haben mehr dazugefügt. Da ist mit Sicherheit einiges unter die Räder gekommen. Vielleicht sind ja auch meine UTs deshalb so. Oder habe ich den gar nicht auf Mutation gezüchtet, den UT? Beim Barry ist noch alles cool. Oder? Hattest du nicht auch einen roten Unterbauch irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sowas ist halt immer bitter, wenn sie da irgendwas ändern und dann ändern sich die Farben deiner Dinos und du hast sie dir vielleicht nicht gemerkt und so und stellst nur fest, Moment, irgendwas ist anders. Also man kann natürlich mit Cheats die Farben wiederherstellen, das ist natürlich überhaupt kein Problem, oder mit der Color Gun, mit der Mod Colorizer Gun, Dino Colorizer, keine Ahnung, irgendwie so. Weil ich bin eben drauf gekommen, weil der Sattel blau ist. Den Sattel hätte ich niemals so eingefärbt, wenn der Argy nicht auch irgendwo blau mit drin gehabt hätte. Und ich bin mir auch sicher, dass die Flügel blau waren. Ja, da bin ich mir 100% sicher. Okay, dann fahren wir aber jetzt zurück. Brumm, brumm. Und beenden dann den Stream. Es ist ja auch genug, ne? Wir haben ja nun lang genug gestreamt. Ich habe alles, wenn nicht, dann halt hier muss ich hin, dann kann man im Zweifel immer noch Dinge holen. Warum steht da hier nicht grüner und dingser Obelisk und so? Welcher ist denn das? Da ist der, also der bei 50, 80 ungefähr. 50, 80, du. Den Rappis, ne?
Verpisst euch! Hier sind sie, die Rexe. Der Boss-Rexe. Die haben alle den Sattel drin, ne? Ja. 50k Leben, 644%. Wie sind die? Wie habe ich die Punkte verteilt? Mit was habe ich denn die gelevelt? Ich glaube mit Rex-Eiern, ne? Mit Rexen selber. Ihr habt eure Babys gegessen. Schämt euch. Und ich habe euch dazu gezwungen. Ich sollte mich vielleicht schämen. Sonst geht's euch aber alles, ne? Ihr habt Essen, habt ihr. Ich habe hier irgendwo einen Trog hingestellt. Da unten. Ja, guck mal, da habt ihr noch ein bisschen was. Ein bisschen was habt ihr noch. Ich mach den Server auch gleich wieder aus und dann ist euch das eh wurscht. Hört doch mal auf. Zurück nach Valguero. Ja, die Rexe schauen einfach zu. Wenn sie auf Passiv sind, schauen sie einfach zu. Gut, Pushy ist jetzt schon weg. Battle.net-Account abhanden gekommen. Eieiei. Jo, und der Support ist so nett und macht nichts. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Ja, Shotgun in your face. Und jetzt zurück zur Festungsbase. Ich bin und bleibe ein Poet. So, Otti, bist du noch hier? Oh Gott, Otti muss irgendwo anders sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ich glaube, er ist nicht mit rübergenommen worden. Ist ja ein Dino. Ich weiß, wo er ist. Mein Fehler. Otti. Hab dich. So. Sehr cool. Ja, dann werde ich jetzt anfangen, das Zeug zu sortieren. Wir haben eine bessere Spitzhacke. Das ist doch wunderschön. Du kannst mal hier rein als Ersatz und dafür kann die Kackspitzhacke mal in den Grinder. Zack. Sehr schön, ja, dann sortiere ich mir jetzt hier einen zurecht. Statte den Spino auf jeden Fall mit einem... Hatte ich nicht, was hatte ich denn für einen Sattel mitgenommen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach, das Mammut, ja, genau. Und natürlich der Spino-Sattel mit 60 Rüstung. Nicht schlecht. Die ganzen Dinos. Was ist denn unser Basilo? Wo ist denn unser Basilo? Männlich. Also können wir theoretisch auch hier nochmal Basilos züchten, wenn wir das wollen. Mit der Waldraupe. Bewegungsgeschwindigkeit 140. Das kann ich aber jetzt nicht kontrollieren. Habe ich noch was Gezüchtetes mit rübergenommen? Nee, ne? 140. Aber nee, dann ist der auch auf 40%. Der Buff. Sonst wäre die Bewegungsgeschwindigkeit nämlich nur bei 120. Also wenn ich den Imprint-Buff nicht verdoppelt hätte. Von 1 auf 2. Haha. Investigativ tätig geworden und schon sind wir schlauer. Was aber immer blöd ist, das gepfiffene Emote bleibt nicht erhalten, wenn man den Server wechselt. Okay, ihr Lieben, dann soll es das für heute auf jeden Fall gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Dann tschüssi. Nächster Stream weiß ich nicht, ob wir unter der Woche streamen. Muss ich gucken, wie es passt. Und muss mir auch überlegen, was. Weil dann schon wieder arg fehlt dann, glaube ich, Idee und Content. Wir werden sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Sonntag. Startet gut in die Woche und wir sehen und hören uns dann irgendwann wieder. Ich weiß noch nicht genau wann. Also, tschüssi.